Hallöch, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Let's Play Factorio Season 1. Die Kampagne, die haben wir schon mal gespielt, aber es hat mir nicht ganz so gefallen, weil man hat dann immer wieder von vorne angefangen und musste dann wieder, ja, wieder alles neu aufbauen. Man hat natürlich alles gelernt dabei, aber ja, man musste halt immer von vorne anfangen, hat immer alles verloren und musste dann immer irgendwas Neues aufbauen. Also so kam es mir vor. Die haben es ja nicht fertig gespielt, ich habe es ja dann abgebrochen und habe gesagt, ja, wir werden irgendwann mal einfach ein freies Spiel anfangen und jetzt ist es soweit. Wir werden ein freies Spiel anfangen. Und ich muss jetzt noch sagen, es ist jetzt 4 Monate her, glaube ich, dass wir hier, dass ich Factorio gespielt habe. Darum dauert es wahrscheinlich ein bisschen, bis ich wieder reinkomme, aber das wird ja nicht allzu schlimm sein. So, und jetzt nehme ich auch mit 2 Bildschirmen auf, heißt, ich habe hier meinen Hauptmonitor und rechts daneben, ja, sehe ich OBS und ist ganz praktisch. Na gut, ich würde sagen, wir fangen direkt an, spielen, genau, Kampagne starten, nein, sondern ein neues Spiel. So, oh. Jetzt, was stelle ich denn hier alles ein? Ressourceneinstellungen, normal, 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 mittelgroß, sehr gut. Ich würde sagen, ich lasse das alles auf normal, oder? Standard. Bieten ein größeres Vorkommen, sodass man nicht weiter expandieren kann. Baupläne, Technologien sind teuer. Beißer sind gefährlicher und entwickeln sich schneller. Oh je. Ich würde sagen, wir machen es einfach mal für den Anfang. Hier Standard. Friedlicher Modus. Nein. Wiederholung. Weiß nicht, was das ist. Leer für unendlich. Ja gut, dann lassen wir das mal leer. So. Ups. Ist jetzt hier schlimm, dass ich. Nee. Hä? So. Gut. Na gut, lassen wir alles auf Standard generieren. Dies ist das freie Spiel von Factorio. Deine Aufgabe ist es, eine Rakete in den Weltraum zu starten. Dazu musst du ein Raketensilo bauen und eine Rakete mit einem Satelliten starten. Du wirst erweiterte Technologien erforschen müssen, um das Raketensilo freizuschalten. Fange klein an, arbeite dich durch Automatisierung hoch und vergiss nicht, dich vor den Einheimischen zu schützen. Okay. Dann schauen wir mal, wo wir hier gelandet sind. Kupfererz. Hier haben wir Kohle, da haben wir Eisen, da haben wir Wasser, da haben wir. Na gut. Ich hole mir einfach erstmal ein bisschen Holz. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ach, mit rechts baue ich ab. Okay. Gut. So, dann nehmen wir einfach ein bisschen Holz mit. So. Und so. Sehr gut. Wo bauen wir das Ding jetzt hier hin eigentlich? Macht das Sinn, das jetzt erstmal hier zum Eisen hin zu tun? Ja, oder? So. So, dann können wir hier direkt einen Ofen noch hinbauen. So. So, jetzt habe ich alles Holz natürlich da rein. Nein, nicht alles. So, ich möchte nur eine Kiste bauen. So. So. Dann hau ich auch gleich nochmal das hier rein. Ein Greifarm. Brauchen aber 2. Wie viel kostet der? Eine Eisenplatte und so ein
Zahnrad und ein Zahnrad kostet 2. Okay. So. So, sehr gut. Ah, nee, wir brauchen ja noch ein. Warum mache ich das nicht so? Ich mache einfach so. So. Jetzt brauchen wir bloß hier mehr Holz. Ich gehe gleich mal und hole noch ein bisschen Holz, oder? Oder bringt es was, wenn ich mir so eine Spitzhacke baue und dann da Kohle abbaue? Geht es dann schneller? Na gut, dann holen wir uns hier einfach so ein bisschen Kohle. Abbauzeit 2. Sehr gut. So. Okay, das braucht wieder Kohle. Wie sieht's mit dir aus? Die haben da noch ein bisschen Holz drin. Schmelzofen. Dafür brauchen wir Stein. Gibt's hier irgendwo? Da ist Stein. Hier ist Stein. Na gut, dann müssen wir wohl darüber laufen. Wie schieße ich eigentlich? Ich glaube mit Leertaste, oder? Wenn ein Monster kommt, dann kann ich mit Leertaste schießen. Hier haben wir noch Kupfer. Da ist Stein. Ah ja. Dann bauen wir einfach da ein bisschen Stein ab. Heizkessel könnten wir auch bauen. Ach, ich bin zu weit gelaufen. So. 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 Ach, das Ding ist so langsam. Wir hätten lieber noch so einen Ofen bauen sollen. So und so, genau. Dann machen wir das doch. Ach, die habe ich ja schon. So, dann machen wir hier noch einen Greifarm hin. Genau. So. Ach ja, und Kohle. Okay, die brauchen alle Kohle. Ich baue mir dann lieber so ein Ding da gleich hier hin, oder? So ein Förderer, ich glaube, das würde mehr Sinn machen. Da müssen wir nicht immer mit Hand das Zeug mit Hand hier abbauen. So, genau. Ach, du hast auch noch was gebraucht. Sheesh. Was machen wir denn jetzt? Uah. Jetzt brauchen wir wieder Stein. Ach, Mensch. Ach. Dann hole ich mir hier einfach ein bisschen Stein jetzt einfach.
Mist. So. Den Schmelzofen brauche ich ja gar nicht, Mist. Oder doch, für das da, oder? Ja, aber nicht extra. So. Ich habe das Gefühl, das läuft gerade alles ein bisschen schleppend voran, aber... Naja, lass uns ja Zeit. So. So. Sehr gut. So. So. Der läuft noch und der läuft auch noch. So. Gut. So. So, dann führen wir das einfach da runter. So. Brauchen schon wieder Kohle hier. Achso. Klar. So. So, langsam wird's doch was hier. Überleg gerade, macht das gerade Sinn, überhaupt die Kohle hier hinzuführen? Heizkessel. Kupferkabel. Würde es nicht mehr Sinn machen, hier dieses... nicht auf Kohleenergie zu setzen, sondern auf Strom? Eigentlich ja schon, oder? So. 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 Gut. Komm, dann hauen wir das hier mal weg. Bam, bam. Hier nehme ich wieder ein bisschen was mit. Da kann ich wieder ein paar stellen. So, dann haben wir ein paar Quellen, die uns Zeug liefern. Hier gebe ich einfach mal ein bisschen Kohle im Voraus. So, dann gucken wir mal, was brauchen wir dafür? Erstmal Wasser. Wasser haben wir ja hier, perfekt. So einen Ofen haben wir nicht mehr, gut. Dann baue ich direkt noch so einen Ofen. Kohle direkt noch. Kriegst du auch ein bisschen Kohle wieder, brauche ich wieder ein bisschen Eisen. Für die Greifarme hier. So. So.
Ach, du brauchst auch Kohle. Klar. So. Jetzt bräuchte ich noch so ein... Holz. Eine Kiste bräuchte ich noch. Sehr gut. So. So. Perfekt. Gut. So, jetzt gucken wir mal, wie ging das nochmal. Wir bauen uns erstmal so einen Heizkessel. Heizkessel. So. Aber dann müssen wir das ja natürlich alles umändern. Daran habe ich jetzt ja gar nicht gedacht. Erforschen auch. Das können wir mit Eisenplatten herstellen. Okay. Da fehlt wieder Kohle. So. Dampfmaschinen, dafür brauchen wir Rohre. Brauchen wir dafür mehr Eisen oder was? Wahrscheinlich. So. Eine Dampfmaschine. Du kriegst mehr Kohle, hole ich mir wieder ein bisschen Kupfer ab. Ne, dafür brauchen wir sowieso noch mehr Rohre. Ein Rohr. Ich glaube, das ist zu wenig. So. Heiz. Ach nee, ich brauche jetzt nur eine Pumpe. Ja, stimmt. Und dafür brauche ich sowas. Hui. Naja, aber es wird doch schon mal. Da möchte ich rein, genau. Und wisst ihr was? Ich tue hier auch mal ein bisschen Kohle rein für ich. Weil wir haben hier sowieso zwei Dinger gebaut. Dann kommen wir sowieso hinterher. So. Bumm. Jetzt die Frage, was kommt denn als erstes? Ja, also der Heizkessel, oder? Oder? So. Okay. So. So. Pum, 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 pum. Das reicht eh nicht. Gucken wir mal, ob das überhaupt hier geht. Wasser. Dampf. Das bringt Wasser. So. So. Verfügbare Leistung. Aha. Huh?
Gut. Warum mache ich jetzt wieder den falschen Greifarm? Mist. Ach, die Tastatur. So. Na gut, ich würde sagen, das war's dann eigentlich mit dieser Folge. Wir gucken einfach in der nächsten Folge, aber das ging noch eigentlich, oder? Dann können wir das hier alles nächstes Mal umändern. Zu. Hier, zu diesen hier, zu Stromdingen, zu Greifern, der mit elektrischem Strom funktioniert. Ich hoffe mal, ich habe mich da richtig erinnert und es war richtig, was ich gerade alles tue. Na gut. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken und. Ja, bis zur nächsten Folge und ich hoffe, das neue Let's Play, die neue Season gefällt euch. Oder die erste Season. Bis dann. Danke. Ciao.